Es geht doch gar nicht, die müssten sich da doch verheddern. Nein! Mensch, du dämlicher... Wieso, der stitcht doch da einfach nur dagegen, du brauchst doch da nicht... Bah! Nein, schnell. Nein, jetzt auch wieder nach oben. Und der Frosch, der guckt da. Was guckt der denn da? Bestimmt RTL 2. Ich komme nicht eigentlich auf so einen Scheiß, ganz egal. Denn das Spiel hier ist scheiße, dämlich, ja total scheiße. Dämlich dieses Minispiel, sag da. Ah, ja, ja. Na, das gibt's doch nicht, ich bin da ja nicht jedem gekommen. Das hat dieser Kackobdachlose extra gemacht. Nein. Ich fühle mich heute so ein bisschen rassistisch. Also, keine Ahnung, ich will das eigentlich gar nicht. Also nicht hier jetzt, ne? Also, Jan Delay, solltest du das sehen, nicht anzeigen, ne? Wieso bricht das denn immer ab? Wahrscheinlich lade ich das sowieso erst hoch, wenn das wieder alles, wenn da wieder Gras drüber gewachsen ist und das eh keine Socke mehr interessiert. Das ist ja Jan Delay, den Heino. Nee, so spricht Jan Delay ja gar nicht. Jan Delay, Heino, nee, ich kann das gar nicht sprechen. Aber, der Herr Derek hat jetzt was zu sprechen. Raffiniert, ich konnte den Schlüssel wirklich aus dem Gulli angeln. Also hier, wie gesagt, Jan Delay und Heino und der hat den als Nazi beschimpft und so. Aber das tut jetzt eben gar nicht zur Sache. Wie komme ich überhaupt darauf? Egal, Tür aufschließen. Da drin ist es ja ganz schön finster. Wenn du einen Lichtschalter suchst, der ist auf der anderen Seite des Lagers. Führt! Der gerne mir eine Taschenlampe anbieten, in den Mantel und so, damit du da drin was siehst. Aber die habe ich vor kurzem den Geist aufgegeben. Ich dachte, die wäre wieder in den Gulli gefahren. Also hab ich sie weggeworfen. Hier irgendwo ist ein Müll. Dann werde ich sie mal suchen. Vielleicht kann ich sie ja noch reparieren. Da. Wahrscheinlich braucht sie einfach eine neue Batterien. Aber wo finde ich jetzt Batterie? Die Tür lässt er einfach auf, natürlich. Können wir noch mit dem noch mehr Sachen klauen? Radio? Ach so, natürlich. Ah. Die Batterien aus dem Radio passen bestimmt auch in die Taschenlampe. Aber ich muss das Batteriefach aufheben mit einem Löffel, was auch sonst. Ja, damals gab es noch nicht diese praktischen, Öffnungen, die so aber trotzdem nicht funktionieren. Da. So. Ja. Hilfe! Die Russen kommen bestimmt gleich. Oder hier liegen noch irgendwelche toten Prostituierten rum. So Mädchenhandel und so. Gut, mit Toten macht es dann. Boah, was macht der denn da? Oh nein, eine Prostituierte! Oh.
jetzt nicht weiter. Mensch, 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 das verlangt hier aber. Das sieht hier schon mal ganz gut aus. Na. Oder auch nicht. Was ist das hier denn für ein Lager? Ach, da oben. Ach, die habe ich noch gar nicht gesehen, die Tür. Ja, hier hatten sie jetzt keinen Bock mehr, da noch irgendwie Hindernis zu machen. Gute Arbeit. Ach du Kacke. Schnell, bevor die Russen kommen. Spielkarten. Die Spielkarte 0 bis 4. 2. Und. Was war das? Ach, egal. Würfelbecher. Und Würfel. Ich hab mir kann gut vorstellen, dass es hier illegales Glücksspiel gibt. Die Kollegen haben für ihre Razzia wohl den falschen Zeitpunkt gewählt. Natürlich, ich meine, Russen dürfen nicht einfach in ihrem Keller einfach mal so Mau Mau spielen. Nein. Die sind natürlich sofort hier gefährliche Glücksspiel und so. Schuldnerbuch und ein Fotoapparat. Von der Größe her würde der Fotoapparat in die Tasche passen, die wir bei Hubers Wagen gefunden haben. Schade, dass der Film schon rausgenommen wurde. Natürlich. Das macht auch alles total Sinn. Ein Schuldnerbuch. Gehen wir mal ein bisschen näher an den Bildschirm ran hier. Die Einträge im Schuldnerbuch sind verschlüsselt. Ich brauche Hinweise, wie ich den Code knacken kann. Code. Und Zettel 03. Da ist einer. Igor hat wohl versucht, die Schuldnereinträge zu verschlüsseln. Ich muss seine Merkzeile nur mit der richtigen Kodierung kombinieren. Was? Mach das jetzt einfach mal so. Oh, das ist so doof. Martin Huber, 5.000 DM, begleitet von Aarhus Huber. Martin Huber, 6.500 DM. Ausstehe. Martin Huber hat also neue Schulden bei Igor gemacht. Obwohl sein Bruder Alois immer schon einmal mit Geld aussah. Ach, wo ist diese dreckige Spielkarte? Komm. Ach, Kinder, wer soll die denn da finden? Und, hast du was rausfinden können? Ja, Martin Huber hatte vor einiger Zeit Spielschulden bei unserem Freund Igor. Und jetzt rate mal, wer sie bezahlt hat. Alois Huber. Volltreffer. Aber das war noch nicht alles. Martin Huber hat inzwischen schon wieder neue Schulden. Könnte das nicht ein Motiv sein? Vielleicht hat er seinen Bruder um Geld gefragt und er wollte ihm nichts mehr geben. Ja, und dann hat er ihn im Streit erwürgt. Oder Igor wollte sich das Geld diesmal direkt bei Alois Huber holen. Aber der hat sich geweigert und das mit seinem Leben bezahlt. So oder so. Wir sollten uns auf jeden Fall noch einmal diesen Martin Huber unterhalten. Ich meine, er ist doch nicht so kurz wie in der Bar. Oh, sie schon wieder. Ich sprach dir jetzt zu, ich habe keine Ahnung. Wir wollten Ihnen noch ein paar Fragen stellen, Herr Huber, wo Sie das vorhin doch so eilig hatten. Sie könnten uns zum Beispiel erklären, wo Sie heute Morgen wirklich waren. Bestimmt nicht in der Olga-Bar. Die macht nämlich erst mittags auf.
Ich hatte Angst, dass sie mich gleich verdächtigen, wenn ich die Wahrheit sage, dass ich heute Morgen allein in meiner Wohnung war und dafür keine Zeugen habe. Könnte es nicht auch sein, dass sie ihren Bruder heute Morgen wieder einmal um Hilfe gebeten haben? Der hat sich aber geweigert, ihnen neuen Schulden zu zahlen und sie haben ihn dann daraufhin erwürgt. Das mit den Spielstunden wissen, Schulden wissen Sie? Ich hätte mich viel zu sehr geschämt, ihn nochmal zu fragen. Wir hatten eh seit Wochen keinen Kontakt mehr. Seit seiner Affäre mit Elena. Die Kellnerin aus der Olga Bar? Ja, er hatte sie kennengelernt, als er zum ersten Mal in die Bar kam, um seine Schulden bei Igor zu bezahlen. Ich bin auch eine Ausrufezeichen Krankheit erkrankt. Kacke. Ihm gesagt, dass sie nicht gut für ihn ist. Aber er wollte es einfach nicht hören. Wie meinen Sie das? Naja, er hat da so Andeutungen gemacht. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, dass Elena ihn zu irgendwelchen krummen Geschäften überredet hätte. Vielleicht ist er da in was reingeschlittert. Interessant, Herr Huber. Wir werden dem nachgehen. Übrigens, wir würden uns auch gerne mal in Ihrer Wohnung umsehen, wenn das für Sie in Ordnung geht. Wenn es sein muss, bitte. Ich habe nichts zu verbergen. Blaue Kleidung. Farbe und Struktur des Pullovers sind identisch mit den Fasern, die wir an der Hecke in Hubers Garten gefunden haben. Und er hat ein kleines Loch am Ärmel. Eigentlich könnten wir jetzt bei jedem Bürger in ganz München vorbeigucken. Jeder hätte ein blaues Kleidungsstück und jeden könnten wir verdächtigen, aber das machen wir nicht. Foto. Habt ihr eigentlich ein blaues Kleidungsstück zu Hause? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann kann ich euch bei Inspektor Derek verpetzen. Wenn das Datum auf der Rückseite stimmt, ist dieses Bild von Alois Huber erst 2 Monate alt. Und er hat eine Halbglatze. Schuhe. Die sollten wir mal genauer untersuchen, unter die Lupe nehmen. Vielleicht passen sie zu den Aschuhabdrücken am Tatort. Was? Hä? Ich meine, das ist richtig, oder nicht? Ne, das stimmt aber. 3 Striche hier, das stimmt gar nicht. 3 Striche, Kreise, das ist... Dann stimmt das noch nicht, oder? Die Abdrücke stimmen tatsächlich mit denen am Tortort überein. Er hat da doch jetzt bloß hier wahllos irgendwelche Muster zusammengebastelt, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wenn er jetzt 4 Flaschen findet, dann ist er natürlich sofort ein Alkoholiker. Ganz klar. Diesen Unterlagen nach wurde Martin Huber vor 2 Jahren wegen Körperverletzung angezeigt.
Hallo, ich Huber, ist wohl nicht das einzige schwarze Schaf in der Familie. Noch eine Frage, bevor wir wieder gehen, Herr Huber. Der blaue Pullover unter der Bettdecke und die Schuhe in der Küche. Wann haben Sie das alles zuletzt getragen? Oh, das muss schon einige Wochen her sein, als ich bei meinem Bruder bei der Gartenarbeit geholfen habe. Und der Verband in Ihrer Hand, was haben Sie da gemacht? Mich geschnitten. Denn das Brotmess ist ziemlich scharf. Danke, dass Sie alle unsere Fragen so geduldig beantwortet haben, Herr Huber. Wenn sich etwas Neues ergeben sollte, werden wir uns sofort bei Ihnen melden. Ja, machen Sie das. Auf Wiedersehen. So wie der lügt, werden wir den bald wiedersehen. Woran denkst du gerade, Stefan? Ich denke gerade daran, dass wir immer noch in seiner Wohnung sind.